jemand drin. Oh, da ist ein Skelett. Was ist denn das? Hier ist niemand drin? Da ist niemand. Da kommt einfach ein Skelett raus. Was ist denn das? Ein Ding, ne? Auch hier drinne ist hier niemand? Niemand drin. Pete, das hast du natürlich den Anfang verpasst von Demot. Und der ist total cool. Also wirklich, das ist also der Mod. Der Mod heißt Die Rache des Königs. Warte, ich könnte jetzt mal gucken, komme ich ins Hauptmenü? Ich komme nicht ins Hauptmenü. Das ist also der Mod, die Rache des Königs. Und es ist folgendermaßen, ich kann es dir kurz erzählen, also nur ganz kurz zur Wiederholung. Wir sind da oben vorm Sumpflager in einer Höhle aufgewacht. Wir heißen Oberion, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der Kollege, der hier vorne steht, der Max heißt der, ist ein Gardist. Und die Gardisten, ja, pass auf, das musst du dir nachher mal anschauen. Die Gardisten haben das Sumpflager überfallen, nachdem der König ermordet worden ist irgendwie, ja. Haben sie das Sumpflager hier überfallen und haben sich hier breit gemacht. Das heißt, es leben Gardisten im Sumpflager. Und wir wollen jetzt gerade die erste Quest machen. Wir suchen also den Anführer der Gardisten hier im Sumpflager. Und der soll, wenn wir Richtung Tempelplatz gehen und dann in Richtung Schmiede, da müsste es eigentlich hier sein, wenn ich mich richtig täusche, da muss der sitzen. Also hier ist der Tempelplatz. Und die haben das richtig eingesprochen auch, die diesen Mod gemacht haben. Also ich bin ja gleich total geflasht gerade ein bisschen. Also irgendwo hier hin muss es jetzt zur Schmiede gehen. Die muss irgendwo, hier muss die sein. Da schauen wir doch mal. Genau, hier. Du siehst hier Gardisten. Ich speichere mal eben schnell. Ah, mal Gardisten im Sumpflager ist schon anstrengend, ne? Wir haben den Slider hier. Ach, der Diego, guck mal, der Diego ist im Sumpflager. Der Diego ist im Sumpflager, wollen wir den mal anquatschen? Hallo. Hallo, ich bin Diego. Du trägst eine Schattenrüstung? Ja, ich bin aus dem alten Lager geflohen und bin nun bei den Streitern Innos. Die Rüstung habe ich aber immer noch. Wenn du zu uns gehörst, kann ich dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aha. Das ist einfach cool, es ist einfach total cool. Kavor. Wer bist du? Ich glaube kaum, dass ich da. Ich bin Kavor, Vespasians rechte Hand. Außerdem bin ich ein Edelmann und Adeliger. Ernannt vom ehrenwerten König Roba dem Ersten persönlich. Die haben damals noch bestimmt die hatten noch keine großen Beamten gefunden, die haben das noch mit einem normalen Headset gemacht. Aber das ist total cool. Warum hat dich der König Adel nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Er erkannte, welch großes Talent in mir liegt. Er erkannte, mit welch überragender Intelligenz mein erhabener Geist gesegnet wurde. Er erkannte, welcher Stratege. Reicht schon, danke. Und der Humor, das ist einfach genauso wie das Originalspiel auch. Welche schlauen Gedanken hast du heute gefunden? Ich erkannte, dass diese Kuppel dort oben, eben jene Kuppel, die uns gefangen hält, vollkommen rund ist. Und was nützt uns diese Erkenntnis? Schweig! In wenigen Jahren nur wird dieses Wissen uns befreien. Okay, schade. Schade. Im Spiel haben wir ja den Schläfer gerade getötet. Und da hat er auch gesagt, dass die Barriere jetzt gefallen ist. Aber es ist natürlich die Frage, es könnte man natürlich spinnen, dass wir sagen, okay, zwischen ich gehe ans Tageslicht und die Barriere ist gefallen, könnte eben genau das jetzt stattfinden. Sage ich einfach mal. Könnte jetzt möglich sein, ja? Welche Schlau- nun, ich erkannte das. Ja, okay, das haben wir jetzt gewusst. Ne? Also wir spielen quasi irgendwie was zwischen diesen Bereichen und ich bin gespannt, ne, ob das Spaß macht. Hi. Tag, Oberon. So heißt du doch, oder? Ja. So heiße ich. Und du bist Slider? Ich bin Slider, ja. Bin der Berater des Beraters vom Chef. Nicht sehr aufregend. Verstehe. Okay. So, jetzt wollen wir natürlich mal gucken, wer hier nun. Oh, guck mal, was die auch für Rüstung anhaben, ne? Und der hat ein Schwert und eine Armbrust auf dem Rücken. Sieht also auch schon mal ganz nice aus.
Den haben wir aber, glaube ich, gerade schon angequatscht. War das der? Ja, der stimmt, das war gerade schon der. Hier ist ein Straßenschild, hier ist bloß die Hütte. Aber hier ist noch nicht die Schmiede, ne? Wir suchen ja noch die Schmiede. Die muss doch... Da hinten konnte man das Zaubern lernen. Hier ist die Schmiede, da ist die Schmiede. Na, ja, warte mal. Aufhören bei Streitern Innos. Max, ein komischer Typ in einer komischen Rüstung, hat mich aus der Höhle, in der er mich geflüchtet hatte, gerettet. Ich soll nun zu seinem Anführer Vespasian gehen. Ja, das war doch, da war ich doch gerade. Warte, hä? Das ist doch der hier. Na los, pass auf. Nochmal. Na dann nochmal. Hallo Oberon. Max hat mir von dir erzählt. Du bist also der letzte Überlebende aus dem Sumpflager. Mit sächsischem Dialekt. Und wer bist du? Ich bin Vespasian, Anführer der königlichen Garde und Strader Innos. Ich dachte, es wären nur Sträflinge in der Kolonie. Das denken alle. Zum Glück. Es sind die, die die Sträflinge bewacht haben, bevor die Barriere geschaffen wurde. Wir mussten fliehen, um nicht getötet zu werden. Als wir vor einigen Tagen sahen, dass dieses Lager plötzlich verlassen war, verlegten wir unser Hauptquartier hierhin. Ich verstehe. Und warum helft ihr mir? Du hast Hilfe gebraucht. Und jetzt meine Frage. Willst du bei uns mitmachen? Eine kluge Entscheidung. Doch bevor wir dich nehmen, musst du uns beweisen, dass du wirklich für uns bist und uns nicht verrätst. Okay. Eine kluge Entscheidung. Doch bevor wir dich nehmen, musst du uns beweisen, dass du wirklich für uns bist und uns nicht ver... Wie soll ich das machen? Samuel, der oberste Waldmagier, Gard, der Verwalter und ich werden dir je eine Aufgabe stellen. Wenn du sie bestehst, bist du bei uns aufgenommen. Meine Aufgabe für dich ist, dass du einen Angehörigen des alten Lagers töten sollst und mir seinen Ring bringst. Dann bin ich überzeugt. Schwere Aufgabe ohne Waffe. Hol dir bei Palav, unserem Schmied, eine Waffe ab. Und jetzt geh. Bitte jetzt nicht abstürzen. Okay. Geil. Also natürlich, das, also Leute, ohne Witz, das macht gleich jetzt direkt richtig Bock. Ich hab auch keinen Bock, jetzt ins Bett zu gehen, so richtig, ne? So, also zuerst mal zum Schmied, krieg ich erst eine Waffe abholen. Na, dann gehen wir zwar zum Schmied und holen eine Waffe ab. Das machen wir. Und hast du gesehen, und dann heißen die nicht Feuer- oder Wassermagier, sie heißen Waldmagier. Da bin ich gespannt. Ey, Palav, warte mal, bleib stehen, bleib doch mal, halt doch mal, hör doch mal an hier. So, pass auf. Vespasian hat gesagt, du sollst mir eine Waffe geben. Ach, hat er das? Na dann lass mal sehen, was ich da hab. Ah ja, ein Schattentöter. Pass gut auf die Waffe auf. Das ist ein sehr gutes Stück. Danke. Bitte. Mal sehen, vielleicht brauche ich irgendwann mal. Klar, Bro, du bist echt ein Bros. Du hast aber schon noch mehr für mich, ne? Zeig mir deine Waffe. Okay, Kleiner. Okay, Kleiner. So, wir können nichts dem Typen verkaufen. Wir könnten aber schauen, der hat eine Klinge hier, der hat nochmal ein grobes Schwert. Guck mal, Schaden 20. Wenn man Schaden 100 gewohnt ist, ist das irgendwie total interessant, ne? Dass man jetzt hier mit so einem kleinen Kram wieder anfängt, ne? Wir schauen mal, was er uns für eine Waffe gegeben hat. Ich guck mal da erstmal rein. Aber dass die auch mit sächsischem Dialekt sprechen, ich finde es total cool. Ein Schattentöter ist die Waffe. Können wir auch schon anlegen. Müsste man auf dem Rücken, die sehen wir nicht auf dem Rücken, die haben wir an der Seite. Warte mal, wir ziehen die einfach mal. Die werden natürlich gleich meckern. Die sagen dann immer, pack die Sache weg und so weiter. Aber wir ziehen die trotzdem mal. Schattentöter. Oh, hier, guck mal, mit zwei Händen eine Einhänderwaffe. Nicht schlecht. Okay, so. Jetzt haben wir also, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist jetzt der oberste Magier? Ich vermute mal, der hat gesagt, warte mal, was hat er gesagt? Der hat gesagt, warte. Wir gucken mal hier unten. Drei Aufgaben erfüllen, eine von Samuel, eine von Gard und eine von den Vespasern. Samuel und Gard suchen wir also jetzt mal noch. Samuel und Gard. Jetzt gucken wir mal, ob die oben sind. Da, wo Kor'Kalom früher einst stand. Kor'Kalom ist ja für Drango nochmal für dich.
Kurkalom ist der Verrückte, der am Ende völlig ausgeflippt war und den Schläfer beschwört hat, der dann, den wir also mit Feuer ein bisschen, naja, aus dem Weg geräumt haben. Gard ist also offenbar, Gard ist ja schon der richtige Name für eine Garde, das sehen wir also hier. Mal gucken, was der für mich für einen Auftrag hat. Hallo, ich bin Oberon. Hi, ich bin Gard. Willst du was kaufen? Bei mir gibt's alles. Waffen, Sumpfkraut. Mal sehen. Okay. Zeig mir deine Ware. Mal gucken, was er so verkauft. Ja, also der hat auf jeden Fall Erz ohne Ende. Der könnte mir den Bogen verkaufen gleich. Das ist keine schlechte Idee. Wir bleiben vielleicht beim Bogen, ne? Wir bleiben beim Bogen. Das machen wir auf jeden Fall. Sollen wir erstmal gucken, ob der uns einen Dienst... Hast du was zu tun für mich? Einer von den ganz Eifrigen, nicht wahr? Na gut, ich habe was für dich. Da hinten, in diesem ehemaligen Tempel von den Sektenspinnern. Da liegt garantiert noch eine Menge Zeugs rum. Du kannst es für mich einsammeln. Kriegst 300 Erz dafür. Ist das was? Ja, das wäre was. Okay. Teldram wartet auf dich am Tempel. Er kriegt dann 150 Erz. Schade, jetzt haben sie hier die Stimmen. Ich vermute mal, dass dann irgendwann die Leute gesagt haben, wir müssen noch was einsprechen. Und der das eingesprochen hat, aber keine Zeit mehr hatte. Und das ist natürlich jetzt schade. Aber, das ist der Hammer. Trotzdem, wie cool das einfach aussieht. Pass auf, das heißt, wir müssen in den Tempel rein, wo vorhin ein Skelett kam, und da müssen wir das Zeug rausholen. Okay, gut, das kriegen wir auch noch hin, denke ich. Und jetzt schauen wir mal, ob hier hinten in der Hütte noch der... Also ich vermute mal, hier, wo Kurkalom stand, da wird es auch der Magier, der Waldmagier stehen. Also, das ist auch cool, dass die jetzt Waldmagier heißen, nicht mehr Feuer oder sonst was. So, hier ist... Da ist er, gucke. Siehste? Ein Waldmagier sieht auch anders aus gleich, hat ein grünes Fell. Aber das ist nicht der. Wenn du Tränke brauchst, ja. Das ist der Alchemist. Was ist das? Bier. Geschwindigkeitstrank. Okay, das brauchen wir nicht. Das ist der Falsche. Das ist ein Alchemist. Ich suche einen Magier. Das ist der Alchemist. Okay, wo könnte jetzt der Magier noch sein? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Da unten vielleicht? Da ist eigentlich der Magierplatz gewesen früher. Okay, wir gucken mal, ob wir noch den Magier finden. Das möchte ich jetzt gerne noch wissen. Bevor wir für heute Feierabend machen, ne? Also jetzt gucken wir nochmal, wo der... Damit wir schon mal die drei Quests annehmen können. Und dann können wir in der nächsten Livestream-Runde uns nämlich das Ding weiter anschauen. Ja, mich echt... Also das... Also Mod ist natürlich gleich geil, ne? Macht mir gleich Spaß, sowas. Und wie gesagt, da gibt's also noch einen anderen Mod, wo man das gesamte Spiel von vorne spielen muss. Aber eben noch mehr Lager hat. Würde mich auch mega reizen. Ah, dann jetzt nochmal gleich ganz von vorne anfangen. Boah. So, jetzt gehen wir hier einfach, hüpfen wir mal hier runter. Sterben dabei auch mal nicht. Gute Arbeit. Ja, okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Ne, hier ist also auch nichts. Ja, schwer, ne? Man sieht jetzt hier schlecht durch. Hier ist noch nicht viel los. Hier ist noch nicht viel los. Wir können jetzt natürlich mal schauen. Hier ist die normale... Also hier waren eigentlich die Magier. Da haben wir im Sumpflager also was gelernt. Aber hier ist natürlich keiner mehr. Die sind weg. Wo könnte man jetzt einen Magier suchen? Da steht auf jeden Fall noch jemand rum. Aber ich glaube, hier waren wir. Das ist genau, hier waren wir schon. Da waren wir schon. Das ist die Schmiede, da ist der. Na, so weit kann er, da mag er nicht weg sein. Ich hätte jetzt eher oben vermutet, den Magier. Ist hier jemand im Häuschen drinne? Auch nicht. Tja, wo finden wir jetzt diesen Magier, ne? Das ist interessant. Interessant, interessant, interessant. Wo ist der jetzt, der Magier? Komm her. Da sehe ich nichts. So, hier geht's ins Wasser, wo die Sumpfhaie sind. Aber hier sehe ich aktuell keine Sumpfhaie. Vielleicht sind die nicht da. Tja. Bei so einem Mod, wer weiß, was die da reingeprogrammiert haben alles, ne? Das, also hier ist auch wirklich niemand. Ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, dass wenn die hierher geflohen sind, dass wir jetzt hier auch mehr Gardisten finden. Aber wer weiß, wir wissen ja noch gar nicht, was die Geschichte ist dahinter, ne? Wie viele sind hierher geflohen? Was haben die noch vor? Gibt's auch Frauen oder werden die jetzt einfach aussterben, ne? Das sind alles so Fragen.
So, auch hier ist kein Magier. Also, dann kann er ja nur noch oben sein oder im Tempel. So, aber im Tempel sind Skelette, da wird der Magier nicht rumhängen, denke ich mir mal. Na, da könnten sie wenigstens eine Information da lassen. Informatione, wo ist le Magiostro?